Hallo und herzlich willkommen zurück wieder zu The Division. Vazi und ich haben hier vor, ein paar Nebeneinsätze oder erstmal den einen Nebeneinsatz zu machen, der oben schon angezeigt wird: Satellitenverbindung wiederherstellen, Hudson Yard. Hallo Vazi. Ein herzliches Willkommen. So, dann wollen wir auch mal gleich losrennen. Jetzt wurde es aber schnell dunkel hier. Weil ich in den Schatten gelaufen bin, nee. Grafikanzeigenfehler, naja, wie auch immer. Gehen wir erstmal. Ja. Okay. Bei mir verschwindet hier die Spur ein bisschen. Was macht denn der da im Auto? Muss ein guter sein. Du bist da angebildet von einem Hund. Ich glaube, wir sind falsch, wa? Ich glaube auch, dass wir falsch sind, aber bei mir verschwindet, ist die Linie verschwunden. Ja, auch. Also diese Wegführung, die hat hier gerade ein bisschen rumgesch... Stoff um die Ecke, guck mal, hier muss irgendwie Laden sein, wo man Stoff kriegt, hier drinne. Ah, zweimal Grünstoff. Vielleicht ist hier noch ein bisschen was. Sieht aus wie eine Schneiderei oder sowas. Zweimal blau. Und zweimal grün. Wie kannst du nur so viel blauen Kram kriegen immer? Zweimal blau. Hier ist gar nichts für mich. Hier geht es auch nach hinten raus. Wollen wir allerdings hier erstmal kurz ins Häuschen hochgehen? Ja. Auf jeden Fall. Hier wird doch bestimmt noch ein bisschen Krempel drin liegen. Hier ist nichts. Oh, hier liegt. Was ist das denn? Überlebensratgeber, Seite 10. Und hier ist auch endlich mal wieder ein Kühlschrank zum Benutzen. Oh, hier ist auch was. Eine Allwetterhose. Allwetterhose. Eine weiche, nicht nur einfach eine. Oh, mit Perwoll gewaschen. Ja, wahrscheinlich. Und ein Schal. Ja, auf jeden Fall mit Perwoll gewaschen. Mhm. Oh, hier waren Vögel in der Hütte. Sehr schön. Oh, ja. Abgetragene Jeans. Wunderbar, ich finde hier nur Jeans. Und, was haben wir noch? Eine Bomberjacke. Sehr schön. Yeah. Ein Rollstuhl, hier hinten ist blauer Rauch. Was, oder? Ja, ich glaube ja. Lass uns mal, wo kommt man hier raus? Da hinten geht's raus. Sind wir auch schon ganz oben, da geht's nicht rein. Werden wir mal raus und wieder unseren Nebeneinsatz folgen. Guck mal, hier liegt auch noch ein Handy rum. Oh ja. Und seit gestern gibt es 3 neue Leichen. Sind schon eingepackt und dekontaminiert. Okay, wir schicken bald jemanden vorbei. Gut. Ehrlich, ich verstehe nicht, wie ihr damit klarkommt. Ich fange jedenfalls an. Augenblick, da ist irgendwas los. Sir, Sie dürfen nicht hier sein. Wir sind ein offizielles Sarah-Gesundheitszentrum. Sie müssen... Zurück, dann passiert keinem was. Wir wollen nur an die Vorräte. Es muss niemand... Wieder hoch? Oh mein Gott! Ja, folgt mir mal. Ich habe gerade gesehen, ich wollte eben nur die Mission hier kurz... beziehungsweise das Handy abspielen lassen. Wir müssen hier irgendwie aus dem Fenster. Ich habe eben schon überlegt, ob man hier aus dem Fenster raus kann. Oh, hier ist sogar ein Nackenwärmer drin. Ich kann hier nochmal an den einen Schrank ran. An beide Schränke kann ich hier normal ran. Oh, ich auch. Winterstiefel. Ja, aus dem... Hier müssen wir raus. Und dann hier hoch. Hier oben ist das Missionsziel. In der Nähe. Bist du wunderbar. Ich drücke mal einen Knopf, gucken, was passiert. Stromnetz unterbrechen. Antennenmast erreichen in 4 Minuten. Innen kann man abseilen. Die Frage, ne, wir müssen nicht abseilen, wir müssen nicht abseilen, wir müssen hier oben rüberklettern. Glaube ich. Ja gut, oder auch nicht. Ja, doch hier rüber.
Irgendwie müssen wir hier. Ja, doch, hier sieht's gut aus. Oh, oh, Schaden genommen. Achtung, Fallschaden. Und von links werden auch irgendwie Gegner angezeigt, wenn ich es richtig sehe. Ziel erfüllt. Den Bereich sichern. Achso, hier drüben sind Gegner. Achtung. Schaut mal. Schauen wir mal. Einer war noch, oder? Da hinten? Ne, es war Papier, was hier rumgeflogen ist. Wir müssen jetzt hier irgendwie hinterkommen. Kann man hier irgendwas aufschießen? Achso, hier drüber klettern wahrscheinlich wieder. Das ist kacke, dass man hier nicht irgendwie springen kann oder sowas. Ja. Oh, oh, Fallschaden. Plops. Einschalten den Generator. Die Antenne reparieren. Da hinten. Machst du das? Agent! Wunderbar. Gute Arbeit, wie immer. Aber falls Sie darüber nachgedacht haben, gebe ich Ihnen einen Rat. Behalten Sie Ihren derzeitigen Job. Sie sind offensichtlich ein hervorragender Agent. Und es gibt unglaublich viele arbeitslose Schauspieler. Die Division braucht Sie dringender als irgendein Fernsehsender. Warte mal, ich kann mal Zeilen kurz. Nachschublieferung haben wir da nochmal. So, Blaupause. Hier hätten wir eine Blaupause für einen Schalldämpfer. Das gibt es hier oben als Belohnung. Es gibt eine Versorgungskiste, um die Sie sich kümmern sollten, bevor es jemand anderes macht. Wir schaffen das. Guck mal. Ja? Hier ist schon wieder neu. Standardausstattung. Ist auch auf der Karte? Nein. Ich habe immer noch die gleichen Missionsziele oder Ziele angezeigt wie vorher. Ich hab den. Ist schon runtergesprungen, ja. Ja. Du hast den, du hast den? War markiert. Okay, währenddessen ich hier hänge, kann ich nichts gucken. Ich sehe nichts von dir markiertes. Ich sehe nur das von mir markierte. Einen Augenblick. Ist auch komisch, das wird mir jetzt 34 Meter in wieder oben angezeigt, wo wir herkamen. Wer weiß, ob hier noch vereinzelte Bugs drin sind oder so. Vermute ich mal ganz stark. Oder, ja, das irgendwie vereinzelt, weil ich meine, eben bei dem Spiel hat er ja auch nicht aktualisiert, dass du im Safehouse drin warst. Erst nach dem Neustart ist es ja gekommen. Was haben wir hier? Was haben wir denn da? Was haben wir? Spur entdeckt. Oh. Bin ich ganz dran vorbeigerannt. Du bist förmlich rübergerannt. Dann folgen wir doch mal der Agentenspur, wa? Neues Ziel, die Nachschubabwurfszone erreichen. Egal, erstmal gehen wir mal dem Agentenziel hier nach. Oder was auch immer eben gerade war. Zeigt das jetzt nächste. Du musst unten gucken, wenn du dran stehst, dann zeigt er dir so Pfeile, wenn er es analysiert hat. Jetzt müssen wir hier durch den Park. So, hier schräg runter. Da hinten ist schon das nächste. Ach, das ist doch hier vom Safe aus der Hintereingang gewesen oder Ausgang, ja, beziehungsweise.
Zeigt hier auf den Waggon, würde ich sagen, wa? Zumindest auch, wenn man hier durchgeht. Ja, aber hier geht's auch zum Safe House. Habe ich eben irgendwas verpasst? Hast du schon das nächste gefunden oder wieso bist du da hinten? Nee, ich hab nur geguckt hier. Da ist ein Hund. Ob es vielleicht auch hier hinten weitergeht. Ja, hier. Ups. F einsammeln. Jeremy Carmichael. Gab's eine Beta nicht, oder? Doch, gab's auch. Habe ich mal einmal mit Möpi gehabt. Aber da haben wir nur einmal so eine Agentenspur gefunden. Die Frage ist, ob, wenn wir jetzt schon hier sind, ob wir denn... Wann sind wir denn? Wir sind da. Da ist ein... Nee, wir gehen doch zu dir. Telefonaufzeichnung neu. Boah, ist hier weit weg. Hier neben uns ist direkt einer. Da muss man irgendwie außenrum marschieren. Ja. Wolltest jetzt... Na, wir gehen Richtung dein Einsatz, den du hattest. Den wir markiert haben, dann müssen wir hier, glaube ich, erstmal wieder zurück. Ansonsten wird es gar nicht angezeigt, so der Wegfinder. Der Pfadfinder. Ich bin gerade echt planlos, weil wir jetzt hier abgebogen sind. Gehen wir erstmal hier zurück zur Straße, war das ja. Nee, nicht von da, oder? Doch, doch, von hier sind wir gekommen. Hier vorne an der Kreuzung bist du nämlich stehen geblieben. Ach ja, 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 ja. Hier wird auch wieder der Weg angezeigt. Ja, dass dieses GPS-Signal nicht von allen Ortspunkten funktioniert, finde ich ein bisschen traurig, dass er da erstmal hier wieder zu gewissen Hauptstraßen zurück muss, sage ich mal. Eigentlich hätte er uns von daher gleich eine neue Route berechnen können. Und hier haben wir noch einen hilflosen Zivilisten, glaube ich. Echt cool. Danke. Bitte, bitte tun Sie mir nichts. Dem Checkpoint vom Gegner befreien. Die sind da hinten. Gehört aber nicht zu unserem Missionsziel. Wollen wir die machen oder wollen wir erstmal zum Missionsziel? Egal. Dann lassen wir die erstmal leben. Nur die Ruhe. Meinst du noch ein paar Minuten, ja? Ja, würde ich sagen, lassen sie erstmal Nebenziele machen. Die bewachen da bloß diese, in Anführungsstrichen bloß, hier diese Punkte für... Guck mal, hätten wir auch den Gleisen folgen können. Ja, wunderbar. Nachschub verteidigen. Wie kommen wir hier runter? Da drüben ist eine Rampe, andere Seite. Ja. Hier kann man sich abseilen. Du willst schon wieder einen abseilen? Na dann aber ja, schnell. Bin auch gleich da, halt schon mal die Stellung. Oh. Ja, das war's. Nee, Nachschub lief nicht. Warnung, Eintreffen der Gegner. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Ja, wir müssen wieder nach oben. Jetzt einmal hoch sein, quasi zurückziehen. Ja. So, wo jetzt? Hier hinten runter. Ist aber ein Stücke. Können wir uns wieder abseilen? Ja, naja, wie schnell soll man denn da sein?
wenn man den Weg nicht kennt. Da bestimmt wieder irgendwo hier hoch, wa? Gehe ich mal fast von aus, ja. Ja, wieder nach oben. Ist das ein Hin und Her hier? Da, wo wir hergekommen sind. Ich hab's auch gerade gesehen. Schnell, die Ware nimmt Schaden. Klar haben wir sie. Nachschublieferung in Staffel 3 gerettet. Vielleicht könnte ich beim Casting ein gutes Wort für sie einlegen. Wissen Sie was? Ha. Wir gehen mal essen, wenn das hier vorbei ist. Guck mal, und hier liegt auch ein Handy irgendwo. Ja, hier. Hast du auch gerade gesehen, oder? Hier unten, oder? Ne, unter uns. Doch, hier ist es doch rechts. Ah. Hallo? Klingt ja fast wie ein Perverser, oder wie du, wenn du hier vor deinem Mikrofon einschläfst. Also bitte. Also nicht, dass du ein Perverser bist, aber wenn du davor halt einschläfst. Alte Schnarchnase, da ist Vader Verschnitt, du. Komm, jetzt können wir nochmal kurz die Blauen hier mitmachen, wenn du magst. Ja. So, kam bei dir da eben mehr als nur das Gestöhne nach dem Hallo, oder war es dann auch da? War auch alles. Okay. Oh, hier oben ist auch noch einer. Die Drecksassel. Das Signal für JTF-Unterstützung geben. Oh, guck mal, jetzt dürfen wir hier am Verteilerkasten rumspielen. JTF-Verstärkung angefordert. Ach, dann kommen hier gleich bestimmt wieder Gegnerwillen. Ja, na klar. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Aber von wo? Nein. Oh, hier liegt noch was Blaues. Eine Beanie. Mal zur Abwechslung wieder mal eine Granate schmeißen. Ja, süße Granaten können wir auch mal schmeißen. Ich könnte auch mal meinen Sniper Rifle nehmen. Durchs Auto kann ich nicht schießen, so ein Scheiß. Getroffen, Headshot. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Achtung, da kommen noch mehr. Ah, jedes Mal ist meine Munition alle hier. Hat Munition so an sich. Du bist schließlich nicht im Actionfilm. Tränengasgranate. So. Dun. Leichte Weste haben wir wieder. Viel Krimskrams bekommen plus ein paar Punkte. Sehr schön. Ich habe hier gerade das Handy markiert. Ich würde sagen, holen wir uns noch kurz das eine Handy und dann beenden wir die Folge, weil wir schon wieder bei 20 Minuten sind.
Dann rennen wir mal schnell hin zum Handy. Was können wir noch mitnehmen? Sind wir bestimmt vorhin dran vorbeigerannt, als wir da zu der einen Mission geeiert sind. Niemals. Niemals. Wir nicht. Wir kriegen alles mit. So, guck mal, ist sie hilfsbedürftig? Vielleicht? Nee, ist ja nicht. Schade. Ich glaube, der scannt die automatisch. Ja, aber meistens bei mir dauert das irgendwie, bis er erkennt, dass die hilfsbedürftig sind. So, hier rechts von uns. Ich gehe hier einfach mal in die Gasse rein. Ja, da liegt's auch schon. Neben einer Leiche. Server-Telefonauskunft, wie können wir helfen? Oh, Gott sei Dank. Ich habe es im Krankenhaus versucht, aber ich brauche Hilfe. Okay, Ma'am. Wenn es ein medizinischer Notfall ist, eine Kiste. Rufen Sie bitte 911. Ist es ein Notfall? Ich habe Fieber und muss mich ständig übergeben. Das hört nicht auf. Ich brauche einen Arzt. Ma'am, ich kann Sie mit dem Notfallzentrum verbinden. Nennen Sie bitte Namen und Adresse. Ich bin ganz allein. Ich will nicht allein sein. Gut, sie will nicht allein sein. Würde ich sagen, machen wir erstmal eine Blitzreise zum Safehouse? Oder wollen wir hier erstmal die enden? Ja, genau darum. Aber würde ich sagen, im Safehouse, oder? Okay. Überredet. Vorbildlich. Es geht bei dir immer sehr schön schnell zum Überreden. Das, aber nicht, du meinst nicht unsere Basis, du meinst das Safehouse. Nee, zum Safehouse, wo wir eben unten. Sie betreten unten waren. Einen sicheren Bereich. Also ein Stück südlich von uns, das Ding. Du hast ja Safehouse und nicht Basis gesagt. Okay. So, Walzi, dann mach uns nochmal den Hampelmann hier. Falls du es noch kannst. Nicht. Kannst du Nein, nicht? Kann ich nicht? Schade. Okay, aber du kannst klatschen. Ja. Haben wir eine schöne Arbeit geleistet. Super Auftrag. Dann saluten wir mal und sagen auf Wiedergesehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.